Das Eltern sind die, Elfen sind die mit den Flügeln. Ja, genau. Ja, stimmt. Ich habe gern das Sagen. Niemand greift mich an. In erster Linie ist er auch sehr aufgeblasen. Ogbur, der Schlechter, wird überfallen. Gib her. Geht nicht, ich brauch's nicht machen. Wieso? Die Nägel sind nass geworden, jetzt biegen die sich nur noch. Tja, das klingt nach einem ziemlich harten Fail. Ogbur. Ach so, das ist Demütigung. Das ist der Typ, der vorhin abgehauen ist, als er mich hätte töten können. Der hat sich einfach verpisst. Einfach verpisst. Ich habe einfach den falschen Typen angegriffen. Was in Saurons Namen treibt dich hierher? Tötet ihn, Idioten! Ich bin keine leichte. Er hat den falschen attackiert. Ja. Ich will sie nicht selber auseinanderpopeln. Aus dem Weg. Tschüss. Ciao. Boah, der beste Move von allen. Du hast nicht hingeguckt. Da ist ein Kern drin. So stark war er gar nicht. Bleibt wachsam. Also. Dankeschön. Viel interessanter ist, ich habe eine Rune freigeschaltet, die ich jetzt glaube ich. Ja, die ist scheiße. Aber die da. Schau mal, Chance von 46%, die Gesundheit vollständig zu regenerieren, wenn die Trefferserie 30 erreicht. Ja, 30 ist schon. Ich bin oft auf 30. So. Das war jetzt Ogbur. Was ist das hier? Pfeifenkraut. Dann gehen wir jetzt mal kurz die Golem Quack machen. Tod allen Widersachern! Wo kommt das her? Schau mal. Das war terrorisieren. Hat der Bild eigentlich für innere Probleme? Hat er manchmal geredet oder so? Ja, schau. Das ist definitiv ein Hassverbrechen. Also ich weiß nicht, wenn das kein Hassverbrechen ist, dann weiß ich nicht, was ein Hassverbrechen ist. Also auf jeden Fall kann man es nicht mehr bezeichnen. Gib dir. Meinsch. Er betreibt halt auch gar nicht, ne? Aber es ist halt cool, also dieses Terrorisieren, das hat auch einen Sinn. Wenn du das benutzt, dann kriegst du halt viel mehr Kombo-Punkte. Und schau, was die anderen machen. Ja.
Mein absolut liebster Move ist, wenn er sich so drüber rollt über den Gegner und dann auch von der anderen Seite eben die Birne runterschneidet. Weil da kommt meistens so ein Geräusch mit dazu, weißt du? Oh Mann. Okay. Können wir jetzt bitte hier kurz ein... Einfach, schau was da steht. Unten links steht einfach abstechen, hast du gesehen? Also unten. Du verdammter Karagor. Ja, und jetzt? Eigentlich wollte ich den verhören. Ich mache jetzt eh, glaube ich, nur noch diese Gollum-Quest und dann höre ich auf. Schau. Hier geblieben, Minion. Ah, den kriege ich nochmal. Eine noch, der coole. Das ist so einfach. Machst du deshalb jetzt immer so? Hast du schon mal darüber nachgedacht, mir den Chi anzupflanzen? Gollum geht danach, den leuchtenden Herrn zu den Artefakten zu führen. Mit jeder Entdeckung wächst die Macht des Geistes und seine Verbindung zum dunklen Herrscher wird klarer. Sorry. Nun, wo ist er? Und er stellt wieder ein Lügner oder ein Feigling. Und wenn du ihn mit deinen Drohungen verschreckt hast. Dann lass uns deinen kostbaren Schatz finden. Warum ist einfach ein Schrat ist nicht hier. Der Adler erspäht seine Beute aus der Luft. Tun wir es ihm gleich. Er mag Gollum nicht. Talion weiß, was für eine hinterlistige Ratte Gollum ist. Und der Celebrimbor. Diese Türme sind nicht das Werk des dunklen Herrschers, sondern seiner Herausforderer. Hat irgendwie Vertrauen in den, warum auch immer. Weil der Celebrimbor, glaube ich, einfach so ein. So geil drauf ist, weil der Gollum irgendwie noch merkt, wer er ist, oder ich weiß es nicht ganz genau, ich check's auch nicht, aber ich mag Celebrimbor auch einfach nicht. Das ist so ein Arschloch irgendwie.
Schau, ein Grauk. Ich glaube, dem geht's jetzt nicht mehr so gut. Ein Grauk. Ich brauche mindestens 20 Männer, um das Biest zu erledigen. Oh, dann finden wir ihm einen anderen Weg. Wenn wir uns dem Eingang der Höhle nähern, werden wir nur den Zorn des Grauks erregen. Ein präzise gezielter Pfeil sollte uns weiterbringen. Beeindruckend, Talion. Damit sollte der Grauk eine Zeit beschäftigt sein. Ein Hauch des Todes hängt in der Luft. Stimmt, hätte er die Ringe nicht geschmiedet, aber dann wäre uns auch Herr der Ringe nicht. Hätten wir Herr der Ringe nicht erfahren dürfen. Warum überrascht mich das nicht? Sieht aus, als hätte der Grauk den Kampf gegen die Karagor gewonnen. Und ein frischer Tod ist nah. Nachtgeschöpfe, Ungeziefer aus den Tiefen der Erde. Blaue Milch. Willst du keinen Kuchen essen? Du wirst einen Kuchen essen. Du musst einen Kuchen essen. Ciao. Oh, Maxi. Weißt du, was der gerade gesagt hat? Flieh, du Narr. Der Schattenangriff. Halte LT gedrückt und drücke A, versetzt dich augenblicklich auf den... Ey, das ist so geil, ne, Jolly. Das ist der coolste Skill in diesem Spiel. Und jetzt habe ich gerade einen Erfolg freigeschaltet. Werde Zeuge der Erschaffung der Ringe der Macht. Weißt du, wie der Erfolg hieß? Ein Ring, sie zu knechten. Doch. Doch, doch. Thank you.
immer wiedersehen. Ich habe all das zu verantworten. Deshalb sucht Sauron nach mir. Nein! Nein! Leuchten der Herr ist gut. Er beschützt uns. Halt dein vorlautes Maul! Böse Waldläufer weiß nichts über den leuchtenden Herr. Ich weiß um die Legende. Wie Sauron dich täuschte, damit du die Ringe schmiedest. Er hat dich und deine Nächsten gefoltert. Und der Schatz hat der Herr ihn auch erschaffen. Wo ist er? Ich habe keinerlei Erinnerungen daran. Was spielt das für eine Rolle? Der Herr muss sich erinnern. Ja, das muss er. Wir finden mehr Schätze. Erinnerungen kehren zu mir zurück. Die Ringe der Macht. Neun den Menschen. Ihre Macht war ihr Untergang. Sie wurden zu den Ringgeistern. Ja, die Nazgul. Aber die Nazgul wurden zerstört. So wie viele, die mit den Ringen der Macht in Berührung kamen. Ja, das ist super interessant, weil ich wollte nämlich jetzt offline gehen, Jolly, deswegen passt das gerade hin. Dann wünsche ich dir auf jeden Fall auch noch eine gute Nacht und wir schreiben uns. Und alle anderen, gerade ihr auf der anderen Plattform, kommt mal auf Twitch und folgt mal. Weil hier sehe ich auch den Chat und so. Aber ich werde es jetzt auch packen. Ich danke auf jeden Fall viel fürs Zuschauen und übermorgen oder übermorgen, also Donnerstag oder Freitag bin ich auch wieder online. Dann geht's noch weiter.